Ich. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Nein! Ja, du die. Oh Gott, nein. Die Jonas hat mich gesehen. Ey, wir haben einfach 4 Uhr. Honda hat bis eben Video gecuttet. Seht ihr das hier? Das Video habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn ihr dieses Video gerade seht. Und wir haben 4 Uhr morgens. Honda macht gerade einen Schlaf. Die macht so, ey, gib mir 5 Minuten, dann mach ich weiter, weil die muss noch 2 Stunden schneiden. Und ich helfe ihr, indem ich Ketten für uns suche. Einfach. Das ist die verschollene Tochter von Dwayne Johnson. Wieder diese Kette, ne? Die ist auch genau wie Dwayne Johnson. Ist asozial, gell? Nein, ich werde glücklich, wie du aussehen wie Dwayne Johnson. Ich meine, ernst, wenn es asozial ist, Daumen nach oben. Weißt du, was mir heute passiert ist? Was? Ich habe ja einen Teller geholt für uns, ja? Ja. Und dann war ich im Lidl. Ich sag's extra Lidl, ja? Beim Rufmord. Ich mache so ein Foto, wie ich den Nutella in der Hand habe und sag's so für die Waffeln heute Abend, ganz, ganz wichtig. Schreibt mir eine, ey nein, Tutti, die verarscht mich voll und so 3,99 € und so an der Kasse machen die dann 4,29 €. Ich so, hä, nein und so. Ich gehe an Kassenbon, Nutella haben die mir abgerechnet für 4,29 €. Hä, Lidl? Sicher, dass du nicht Basar warst? Ah, Leute, ich muss ja filmen, wie das Honda macht, oh mein Gott. Ich hab's jetzt drauf geklatscht. Ja, schon klar. Ich mache immer nur die zwei. Ich weiß warum. Weil ich habe das Gefühl, wenn alle 4 sind, dann verschmelzen sie ineinander. Und ich. Warum machst du das? Oh mein Gott, dein Gesicht ist richtig schön mit Tutti, Will Smith. Sag, put my wife's name out of your fucking mouth. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. I'm going to. Komm, Box, gib mein Ding, komm. Da-da-da. Da-da-da. Wow, oh, Digga, das war echt schön. Warum machst du das? Also. Aber wir gucken gleich Harry Potter. Welchen Teil gucken wir? Ich hab heute schon den 7. Teil geguckt. 7.1 und 7.2. Heute gucken wir Orden des Phönix, weil den habe ich lange nicht mehr geguckt. Von der letzten Mal, dass wir halt so machen dürfen und sowas, gell, diesen High war ein Quatsch. Weil, Junge, Ramadan beginnt. Zwei kommt Ramadan und dann sind die Shaitans wieder ein. Krass. Boah, Bruder, wir haben einfach nochmal so eine ganze... Ey, hier, Tutti, du nimmst die Ecke. Was? Lass jetzt servieren und sowas. So, oh mein Gott, Junge. Ich weiß ganz genau, Leute, ihr wollt dieses Rezept haben. Ey, und die werden es auf YouTube posten. Ramadan, die. Das ist ein bisschen asozial. Stimmt. Das ist schon ein bisschen asozial. Naja, Haram, sehr geil. War doch Spaß, ne? War doch Spaß, ne? Tut mir so leid, wenn Chana habt, dass ich das nicht gesehen habe. Oh, nein. Ja, tut dir. Was, komm, unerwartet. Wenn wir das jetzt drauf machen. Ey, diese Rollchen sind die besten. Sollen wir es drauf machen? Balalulalala. Ganz vorsichtig. Über Mond am Schoscho. Sorry. Bist du auch gut, ja? Wow. Wow. Sü. Ich hab nicht gesagt, hör auf. Sü. Dudley, lauf weg. Schon gottlose Uhrzeit, so 39. Schon wer hat gesagt, 39 Termin zu machen? Aber weißt du, eigentlich 39, das, die Leute werden uns auslachen, das ist nicht früh, das ist sogar eigentlich schon voll spät, weißt du, was ich meine? Ja, das geht eigentlich. Ich hoffe, du hättest um 8 Uhr einen Termin, das wäre früh. Nein, nein, es geht aber nur, wenn du nicht bis 4 Uhr morgens wach warst. Ja. Siehst du diese Augenringe? Leute, wir haben gestern, ja, ihr habt es ja gesehen, wir haben Waffeln gegessen, Nutella, Junge, ich hab einen Zuckerschock. Bis 5 Uhr ich so, oh, ich kann nicht schlafen, gell? Aber irgendwie finde ich sie voll fresh aus. Ja. Hab das ein bisschen auf die Lippen gemacht, weißt du? Oh, das sieht eigentlich voll gut aus. Das sieht echt aus. Willst du auch wissen? Okay, das muss jetzt hier irgendwo auf der rechten Seite sein. Also, ich habe verraten, wo wir hingehen? Tutti hat angerufen beim Friseur, hat einen Termin ausgemacht, weil sie meinte, komm, du brauchst einen richtigen Friseur. Und jetzt hat sie so gesagt, ich weiß ungefähr, wo das ist, Mann. Das ist da, wo wir mal waren, essen und dann weiter runter, einmal rechts, vor KFC und so. Und jetzt sagt sie, jetzt ja, warte, gib mir mal 5 Minuten, Junge. Wir sind auf jeden Fall jetzt in der Straße. Ach, hier. Ah. Oh mein Gott. Oha, das sieht richtig geil aus. Oha, das sieht voll geil aus. Oh fuck, das wäre teuer, Bruder. Aber by the way, es geht zum Friseur. Wir haben noch keinen Termin, weil wir haben gesagt, ey, wir wollen erstmal kommen, dass ihr euch das anschaut. Die haben auch gesagt, komm erstmal, wir schauen uns das an. Also es geht eher darum, ihr seht ja, Honas Haare sehen schlimm aus. Und ich hab Corona letztes Mal gesagt, als sie es voll schwierig hatte, ihre Haare zu färben und sie voll Probleme hatte. Wir waren schon mal im Friseur, habe ich zu Honas gesagt, ab sofort gehen wir nur noch zum Friseur. Übrigens, wir sollten um 15:30 da sein, wir sind wieder pünktlich. Eigentlich über 15 Minuten ist voll stramm. Hä, wir haben 15:30. Kosso. Sieht nicht gut aus. Ey, das sieht doch voll okay aus, oder? Es ist gar nicht so schlimm, oder? Tutti sagt so, ey, die flüstert so auf Elbant. Ey, bis 100 € ist okay, gell? Auf einmal, Leute, wisst ihr, wie die meine Haare darstellen? Die macht so. Ja, aber das ist ja schrecklich. Wer hat das denn gemacht? Ich so,
Ich? Sie selbst? Und dann macht sie, nee, das geht ja gar nicht! Das sieht ja so aus! Das sieht so scheiße aus! Es ist so schlimm! Ich dachte mir so, Junge, deine Haare sehen scheiße aus! Du bist Chefriseurin! Und dann sagt sie uns den Preis. Wir sagen es auf 3. Ey, Leute, ihr werdet geschockt sein. 400 Euro kostet sie so. Was? Was? 400 Euro! Dann machen wir 100 Euro, 80 Euro ohne Schneiden, nur färben! Wer hat dich verarscht? Als ich Aushilfsjob hatte, ich muss einen Monat arbeiten, gibt es 400 Euro! Die sagt mir, ja, aber das, was Gutes bei rauskommt, ist keine Garantie. Keine Garantie! Ja, 400 Euro! Es ist richtig teuer und ich wusste es. Guck mal, hier sind Palmen auf dem Parkplatz, Bruder. Du denkst, du bist in deiner Ecke. Voila, hier sind Palmen. Wir gehen jetzt hier in die Kanackenstraße und dann lassen wir da meine Haare machen. Leute, es gibt in Mainz so eine Kanackenstraße, also nur Friseure, wie ist da hin? Der sagt, ah, oh, setz dich hin, 20 Euro, so. Safe. Kanackenfrühstück. Das ist das Wahre. Das ist so geil. Ich glaube, ich will das. Dann hol's dir. Ist gelogen. Ah, Toilettenpapier. Ah. Guckst du auf die Liste oder trägst du sie? Ach so. Akio Toilettenpapier. Boah, das ist immer besser. Zau- ja, ich werde immer besser, ne? Du bist echt immer. Aber da geht er. Tutti, what the fuck? Wisst ihr, wie Voldemort jemanden tötet? Ey, Tutti kann das am besten. Avada Kedavra heißt ja so Tötungszauber, gell? Tötungsfluch. Aber wisst ihr, wie Voldemort das sagt, der ohne Nase? Was? Tutti, was ist so witzig? Zum Beispiel, ich sag Akio Tutis IQ. Kam nie. Manchmal funktioniert's nicht. Sag den Leuten, was wir jetzt gemacht haben. Leute, wir sind zu den Kennex gegangen. Wir waren in der Kanackenstraße. Ja. Also wir sind überall Friseure. Wir sind noch in der Kanackenstraße. Wir waren bei jedem Friseur. Ich dachte mir so, ich bin hoffnungsloser Fall. Aber dann kamen die Kennex, die muntern einen auf. Ich komme rein und mach, das wird kein Problem. Bei uns direkt Farbpalette. Willst du so? Ja. Er holt Farbpalette. Er macht so, du hast diesen Ton, wir gehen auf diese. Gefällt dir? Ich so, ja, er geht zu Kunden, er macht es, guck mal. Ich habe bei der so gemacht, du hast das gleiche Ding. Ich mach gleich. Ja, wir gehen einfach so zu Kunden, zu random Mädels. Gell? Er macht so, siehst du, sie hat Haarfarbe wie du. Unten willst du diese Ton oder willst du hell wie die da hinten? Das, komm, wir gehen zu der da hinten. Ich so, ey, er war so sympathisch und die Mitarbeiterinnen waren richtig süß, waren so junge Mädchen, fühle ich mich immer wohl. Und jetzt sagt mal den Preis, Leute, ihr kommt nicht drauf klar, was den Preis. Leute, wie viel? Er sagt einfach, ich mach dir 80 Euro. Macht er, oder willst du auch schneiden? Ich mach so, wie viel wird schneiden kosten, weil die andere wollte ja 60 Euro. Ja. Sagt er so, ich mach dir 20, gell? Macht er egal, wie du willst, ich mach dir alles, gell? Ich so, ja. 100 Euro schneiden! 100 Euro färben und schneiden. Ich so, er gesagt, Champagner ja, auch. Ich fühle mich hier wohl, gell? Ich fühle mich hier wohl einfach da. Ja, und wir haben auch direkt einen Termin bekommen. Und wenn er das gut macht, dann gehe ich da immer hin. Ja, dann gehst voll du immer dahin. Ja. Weil wenn er mir das dann immer nachfärbt, dann geht es voll. Guckt, Leute, es geht, ihr müsst nur suchen. Wir haben so eine kleine Mario Kart-Sucht entwickelt. Neben Harry Potter übrigens. Oh, wir haben so viel Sucht. Suchtkrankheit. Ja. Wir haben bis gerade eben den dritten Teil von Harry Potter geschaut und jetzt sind wir am Zocken. Ja. Wer den dritten Teil in seinem Leben nicht gesehen hat, Leute, das macht keinen Sinn mehr. Euer Leben macht gar keinen Sinn. Wie wollt ihr sterben ohne den dritten Teil von Harry Potter? Ich hoffe, eure Mama sehen soll. Feiert kein Harry Potter von mir aus. Aber der dritte Teil, den muss jeder geschaut haben. Aber das ist schon schwer. Man muss schon eins und zwei. Ja, eigentlich schon, ja. Was denkst du? Ich wollte eigentlich nur fragen, was denkst du jetzt? Welcher Platz wirst du? Erste, ich bin gut dabei. Okay, ich denke auch erste. Zweite. Nee, ich meine in der nächsten Runde nicht jetzt. Jetzt bin ich gerade fünfte. Also ich bin rechts, oder? Ja. Ey, ich war ja zweite. Ich hab doch erste gewonnen. Nein! Guck mal, nein! Guck mal jetzt. Oh, du Idiot. Du hättest warten sollen. Das ist erste gewonnen. Du hast dich getroffen. Nein, du hast die Runde gewonnen. Ey, Horner hat gerade erste Ball bekommen und ich habe ihn noch einen roten Panzer zwei. Du hast mich mit beiden getroffen. Oh mein Gott. Leute, ich bin erste. Ey, warte, wenn ich erste werde, Leute. Ich hab keine Antenne an, deswegen fahre ich die ganze Zeit runter. Hä, ist mega. Oh mein Gott, wie unfair, Digga. Leute, wenn Tutti erste wird, ja, dann liked ihr dieses Tutti, Video. Tutti, ich bin achte, das ist gerade unfair. Hä, lass dich mal gewinnen, dann kriegen wir Likes von den Leuten. Tutti, ich bin achte gerade, weil ich keine Antenne an hatte. Zehnte, Tutti, ich bin zehnte. Ich bin erste, ey, dieses Gefühl, Junge. So, ich bin erste, ich krieg als Items nur Münzen, weil ich ständig erste bin. Ich bin erste geworden. Ich bin, ey, die ist noch hinten. Ich bin schon längst im Ziel. Boah, du bist so eine kleine Schummlerin, gottlos. Ich bin im Ziel geworden, ich fährt immer noch. Ey, wie kann man so ein Glück haben? Du weißt schon, du hast nur gewonnen, weil ich keine Antenne an hatte. Halt's Maul, erste. Ich bin kindisch. Boah, du sagst, ich bin kindisch, Junge, ich muss gerade wieder erste. Ich bin zweimal erste, Junge. Oh, das ist vorbei, du hast gewonnen. Oh mein Gott, ich krieg irgendwas Goldenes. Besser als Play Button, oh mein Gott. Und die hat eine Bombe nach hinten geworfen. Ich dachte mir, seit wann kann die so schießen? Das war so stark, Digga. Ich hab den Winkel berechnet, dass ich genau drin. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, bitte nicht. Tutti. Tutti.
kann man so ehrlich sein. Dotti. Aufstehen. Was willst du? Komm, wir müssen essen, Bro. Nein, scheiß drauf. Komm, wir essen morgen. Tutti, komm, aufstehen jetzt. Nein, ich kann nicht. Tutti, bitte. Ey, diese Uhr, die bringt mich noch um. Hört ihr das? Die sagt euch wirklich, ihr habt keine Zeit mehr. Meinst du? Das Honna. Ist... Honna, Bala, Bila. Was ist los mit dir? Ich bin müde. Ich glaube, wir haben gerade 2 Stunden geschlafen. Nicht mal. Nicht mal. Oh, endlich kann ich den essen. Ich will nicht, bitte. Okay. Willst du so richtig oder willst du so Cornflakes? Nein, kein Kaffee. Du brauchst was Richtiges, was Dämpfiges. Was hältst du davon, wenn wir Pizzatoast machen? Dieses Toast, dann Pizza drauf. Mhm. Nee, so Tomatending, Tomaten geschnitten. Warum bist du so wach? Diese Schokolade, Bruder. Okay, komm, jetzt anfangen. Wir haben sogar Mini-Mozzarella. Mozzarella Baby Balls. Ihr nehmt euch eine Scheibe Toast und klatscht da irgendwas drauf. Ich nehme Frischkäse. Was für Frischkäse? Doch, dann ich dachte, wir machen das drauf. Ja, auch. Okay. Ich schmier das so grob. Dann kommt der Brie. Die klatscht drauf. Dann verteilt ihr mit Messer. So, in die Ecken. Immer schön in die Ecken. Haben wir Veggie-Salami? Nein, wir haben nicht. Ich hab schon geguckt. Nein! Ah, nee, erstmal müssen wir diese Tomatensauce würzen, Bruder. Amateur. Ich schneide das raus. Mayday. Cut, cut. Also erstmal Pfeffer. Ganz, ganz wichtig, Leute. Knoblauch. Ich schwöre, das ist genauso verteilen wie die Soße. Basilikum. Dann schmeckt es nach Pizza. Vegeta à la Vegeta. Leute, wollt ihr unser Waffelrezept haben? Weil auf Insta explodiert ihr. Da posten wir auch täglich gefühlt immer eine Waffe und alles. Und jetzt gebt euer Rezept. Dann denke ich mir so, kommt auf YouTube. Ja, kommt sowieso auf YouTube. Und Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ist euer Ramadan? Weil heute ist Tag 2 oder 3, keine Ahnung mehr. Ja. Schon so lange her, oh mein Gott. Und es ist so easy. Also wir hatten schon viel schlimmere Tage. Die schlimmsten waren, als ich zur Schule gegangen bin. Schule an alle Schulkinder. Wie 6 Uhr aufstehen. Das würde mich echt interessieren. Für die, die noch in die Schule gehen. Ich war noch auf einer Allmann-Schule. Ja. 3 Leute aus der Klasse haben gefastet. Alle haben gegessen. Weil sie haben 3 Leute in 10 Jahrgängen gefastet. Also 10 Generationen 3 Leute. Und dann noch Sportunterricht und Busfahren und so. Und es war so Sommer heiß. Meine Lehrer, Tutti, an Ramadan. Ey, wer es fühlt, schreibt es gerne in die Kommentare. Meine Sportlehrer an Ramadan plötzlich, die wollen Marathonlauf üben. Balabila, kennst du das? Die machen Rundenlauf plötzlich benotet. 200 Meter Lauf. Ich schwöre. Deswegen Ramadan momentan, ich finde es easy. Wirklich. Wir sind nur zu Hause. Deswegen habe ich diese Lehrer nie verflucht, weil ich dachte mir so, ihr kommt in Hölle. Ihr kommt in Hölle, Bruder. Ist es schon warm? Nee. Oh mein Gott, da ist was drin. Oh mein Gott. 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 Das waren unsere Nudeln. Oh, jetzt sehr warm genug. Ey, das qualmt wirklich. Hol's raus. Oh, das ist richtig heiß. Fuck. Leute, seht ihr oben, der Grill ist an. Wie kannst du das jetzt sehen, wenn du den Ofen anmachst? Du Idiot. Oh, das ist richtig heiß. Hey, zum Glück bin ich da, gell, weil sonst hätte es gebrannt. Zum Glück? Hätte ich es reingemacht, hätte ich nicht mal das Ding drin gelassen. Ja, aber nein, zum Glück bin ich ja da. Ich habe sie da gerettet. Wir schlucken jetzt all diese Tabletten. Boah, ich bin einfach in die Fläche geboren. Ich sag euch ehrlich, Leute, mit dem, was wir essen, Pizza, Schokoriegel, kriegst niemals diese Tabletten, also diese Vitamine. Ja. Kriegst niemals. Die Tabletten kriegst du, aber die Vitamine kriegst du nicht. Die Tabletten kriegst du einfach. Ich bin nämlich dumm. Ey, einfach, Leute, wir sind TikTok live, ja. Wir wollten so Spaß mit uns kommen, bis Pizza fertig ist. Also, wir sind jetzt noch Pizza. 270 Leute sind drin. Seid ihr alle wach? 270 komplett Leute. Komplett lost, ja. Danach meine Mutter kommt rein, die hat gesagt, ich bringe euch um. Die kommt so in diesen Live. Erst Mutti macht so, seid ihr nicht mehr normal? Ich war so, Mann, diese Live, die macht so. Gib ja ab, Mann, hat sie gesagt. Live, frisch, geil, Deutsch. Jason Pesma, ein Genie bei der Mama. So hat die was übersetzt? Oder morgen werdet ihr nicht mehr. Ich war letztes Mal, nimmt mal auf, gell, letztes Mal, dass wir lachen. Bro, nicht so Vlog, ich hab da nie so diese Verband. Ey, wie Ennis, ich hab diese heiß. Ich hab wie Ennis, die so. Ich so, ich sag. Danach, ich sag, die Jonas hat mich gelacht. Wow, krank. Und wir sind immer noch live. Können wir kurz drauf klarkommen? Dass wir jetzt eine halbe Stunde auf diese Pizza gewartet hat. Die bockt nicht. Die ist voll lecker. Oder schmeckt gar nicht. Also falls man euch ein Rezept vorhin empfohlen hat, weil er macht sich nach. Meine ist voll lecker. Meine ist so lapprig. Ich schmeckt gar nicht. Und ich habe mir noch eine gemacht. Die ist noch lappriger.
Also Leute, das war bestimmt das auch schon mit dem Video. Auf Halal-Basis. Normal. Like das Video. Ramadan-Vlogs folgen. Wir sehen uns am Samstag. Die Leute hier verabschieden sich. Die haben das Schlusswort. Bye, ciao. War da irgendjemand schickt Anfrage? Bye, bye. Tschüss, tschüss. Einer schickt Türken müssen aber auch immer türkische Flagge. Damit reicht's auch.